Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Video-Review auf Starblight.de und ich habe hier heute für euch den Star Wars The Black Series Stormtrooper, welcher jetzt in der neuen erschienenen Welle 3 ist und ja, so ganz neu erschienen ist relativ, denn noch nicht überall ist die Welle jetzt erhältlich. Ich habe sie mir bei Comic Toys NL bestellt und ich denke auch mal, dass sie auch hierzulande in Deutschland bald erscheinen wird offiziell. Also wenn ich mich so in den Läden umgucke, werden die Regale langsam ein bisschen leerer. Das deutet meist darauf hin, dass dann halt auch neue Produkte kommen oder neue Wellen von bisherigen Produkten, wie es jetzt halt bei der Star Wars Black Series der Fall ist. Und ja, der Stormtrooper ist eigentlich in dieser Welle die absolut begehrteste Figur überhaupt. Die ist jetzt schon durch Vorbestellung etc. überall ausverkauft und ich habe den auch jetzt nur relativ günstig gekriegt, dadurch, dass ich ein ganzes Case genommen habe mit allen neuen Figuren aus der Welle und halt einer Neuauflage von der Figur aus der zweiten Welle. Naja, ist halt so. Aber dadurch habe ich jetzt einen relativ günstigen Preis für den Stormtrooper bezahlt und kann mich dementsprechend nicht beklagen. Und ja, ich zeige euch nochmal kurz die Verpackung. Gesundheit an meine Tochter im Hintergrund. Und ja, das ist die Verpackung. Typisch Black Series halt, ne? Und nichts Besonderes eigentlich. Es ist halt eine schwarze Verpackung hier mit einem schönen Plastikfenster, wodurch man halt auch die Figur und das Zubehör sehen kann. Hier oben haben wir den Stormtrooper-Helm abgebildet. Hier oben ebenfalls. Das ist die europäische Version. Das erkennt man daran, dass halt hier Aufkleber sind. Der Stormtrooper hat die Nummer 9. Hier an der Seite ist nichts zu sehen. Hier unten halt nur hier so Hinweise halt. Ne? Hier noch ein Stück vom Plastikfenster. Und auf der Rückseite steht eigentlich, ich habe jetzt keine Lust, einen Aufkleber runterzufilmen, mache ich später irgendwann mal. Aber hier steht halt jetzt in mehreren Sprachen ein kleiner Text, der aber nicht auf den Charakter Stormtrooper selber bezogen ist, sondern halt wirklich nur auf die Black Series Actionfiguren. Dieser Satz lautet: Die Aktionsfiguren dieser erstklassigen Kollektion zeichnen sich durch ihre Detailgenauigkeit und Beweglichkeit aus. Ja, gut, ne? So viel als zur Verpackung, ist halt typisch Star Wars Black Series 6 Zoll Box. Und ich denke, ihr wollt lieber die Figur sehen. Die habe ich hier. Und was soll ich dazu sagen? Ich meine, es ist ein Stormtrooper. Ich stehe sowieso total auf Stormtrooper. Und deswegen kam ich auch um den Kerl hier nicht drum herum. Und es war halt schon irgendwie ein Akt, an den Sandtrooper aus der ersten Welle zu kommen. Deswegen habe ich dann halt jetzt irgendwie frühzeitig versucht, gut an den Kerl hier ranzukommen. Ich hätte eigentlich gern noch ein, zwei mehr, weil ich finde, Stormtrooper kann man nie genug haben, genauso wie R2-D2s. Aber na gut, das war jetzt schon so ein Akt, den zu kriegen. Und ich denke, wenn ich den halt im Laden nochmal sehe, werde ich bestimmt nochmal zuschlagen. Zubehör hat er bei zwei Blaster. Einmal hier diesen typischen Stormtrooper-Blaster. Der war ja auch schon bei Han Solo dabei, als erweitertes Zubehör. Der konnte den dann halt ja, an seinem Stormtrooper-Gürtel halt befestigen. Hat auch hier ein Holster. Und oh, jetzt gibt er um. Es gibt Momente, da denke ich echt drüber nach, ob ich mir nicht mal hier von NECA diese 6 Zoll Bases bestellen soll. Müsste man sich aber dann wohl so ein bisschen zurechtfallen, habe ich gehört. Außerdem noch hier dabei dieses Gewehr. Ich glaube, das war auch beim Sandtrooper mit dabei. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, aber ist ja auch wurscht. Ja, beide Knarren relativ detailliert, aber halt nahezu komplett schwarz. Hier sind halt so ein paar kleine, leicht silberne Details drauf, aber also so leichte Schattierungen, aber halt auch sehr marginal. Hier ist gar nichts so Silbernes dran. Ja, aber wie gesagt, den Blaster, den kann man hier in diesem Holster verstauen. Und was ich wirklich genial finde, dass ich hoffe, das sieht man jetzt halt auch auf der Kamera halbwegs. Seht ihr diese Maserung im Material? Das sieht halt wirklich aus, als wäre es halt aus Leder gemacht.
Und das finde ich wirklich ziemlich gut. Es sieht wirklich aus wie so ein Lederholster. Was ich ein bisschen bemängeln muss, ist, dass man hier bei der Auftragung der Farbe halt so ein bisschen, kleines bisschen geschludert hat. Das ist hier kein sauberer Übergang. Aber gut, an so einer kleinen und kaum auffälligen Stelle kann man das vielleicht verzeihen. Sonst finde ich die Bemalung wirklich top. Da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Beweglichkeit typisch Black Series. Wir haben hier ein Kugelgelenk im Kopf und zusätzlich noch ein Scharniergelenk, um halt den Kopf noch in ja, so ein bisschen taubenmäßig zu machen. Wir haben ein Kugelgelenk in den Schultern, ist ein bisschen beeinträchtigt durch das Schulterpad, aber nun gut, es gehört zur Rüstung und die Stormtrooper waren in den Filmen ja auch nicht unbedingt die beweglichsten. Dann haben wir hier ein Rotationsgelenk im Oberarm. Wir haben ein doppeltes Ellenbogengelenk, auch hier durch die Rüstung so ein bisschen eingeschränkt, aber es ist immerhin etwas. It's something. Dann haben wir auch ein Gelenk in den Handgelenken. Dadurch können wir es hoch und runter bewegen. Und natürlich auch rotieren. Dasselbe natürlich auch auf dem anderen Arm, das zeige ich euch jetzt natürlich nicht. Wir haben hier ein Kugelgelenk im Oberkörper, wodurch der Oberkörper auch weitaus beweglicher ist, als es wahrscheinlich mit so einer steifen Papprüstung der Fall wäre. Ein sehr schön modellierter Gürtel hebt sich vom Gürtel des Sand Troopers ab. Wir haben auch hier ein bisschen Bemalung dran, dadurch wirkt es auch ein bisschen plastischer. Was ich auch gerade loben möchte, ist, dass man hier so ein bisschen die Falten von der Hose erkennen kann. Das finde ich ziemlich cool. Auch hier wieder Kugelgelenke in den Hüften. Wir haben hier ein Rotationsgelenk. Doppelte Kniegelenke. Ja, also der kann sich hier richtig verbiegen. Sehr großartig. Und halt noch ein Scharniergelenk mit seitlicher Anbringung. Dadurch ist dann halt der Fuß auch so ein bisschen beweglicher. Und wir haben eine bemalte Schuhsohle. Hat man auch nicht alle Tage. Finde ich auch ganz gut. Ich werde die Figur natürlich hauptsächlich mit dem Stormtrooper Blaster ausstatten auf dem Regal. Vielleicht, wenn ich jetzt mal ein paar Stormtrooper mehr habe, vielleicht auch noch dann halt hier mit dem Gewehr. Aber an für sich finde ich halt hier die Konstellation mit dem kleinen Blaster am ikonischsten. Und ich finde, Stormtrooper haben einfach eine absolut tolle Ausstrahlung. Ich kann es nicht mehr wirklich festmachen. Also ich finde das Helmdesign großartig. John McQuarrie hat hier wirklich hervorragende Arbeit beim Design geleistet. Ich finde halt einfach diese Rüstung verdammt stylisch. Also für mich so eine optimale Cosplay-Rüstung wäre so eine Mischung aus Stormtrooper-Rüstung und mandalorianischer Rüstung, sprich Boba Fett, Jango Fett, sowas in der Richtung, Shai Whistler. So diese Designs vereint, finde ich, hätte schon den optimalen Cosplay-Faktor. Übrigens finde ich auch großartig, dass halt das Weiß wirklich weiß ist. Also ich habe noch, glaube ich, noch nie eine so weiße Actionfigur in der Hand gehabt. Ich wünschte, meine Zähne wären mal so weiß, aber das ist wirklich Tippex weiß. Anders kann ich es nicht beschreiben. Und da bin ich schon geneigt, irgendwie ganz vorsichtig mit Samthandschuhen an die Figur ranzugehen, um halt bloß keine Verschmutzung irgendwie an die Figur ranzulassen, etc. etc. Denn da kann ich manchmal echt zur peniblen Drecksau werden. Und ja, aber ich muss sagen, hier hat Hasbro wirklich eine großartige Arbeit abgeliefert. Zu Recht ist es einer der begehrtesten Figuren in der Black Series überhaupt. Und wie gesagt, wenn es an mir ginge, hätte ich noch zwei, drei mehr davon. Als Vergleich habe ich jetzt natürlich auch noch was rausgesucht, nämlich den vorhin bereits erwähnten Sand Trooper, der aus Welle 1, der eigentlich so vom Mold her absolut identisch ist. Ihr seht, der Sand Trooper hat halt hier so ein Weathering, sprich so Witterungseffekte. Ich meine, wenn man den ganzen Tag hier durch eine sandige Wüste rennt, dann sieht man halt auch dementsprechend aus. Das gefällt mir halt auch sehr gut, muss ich sagen. Und dadurch hebt sich halt wirklich, obwohl es nahezu der identische Mold ist, wir haben sogar hier ne, auf dem Rücken, seht ihr, hier ist ebenfalls ein Loch vorhanden für das Backpack. So, und so macht man aus dem Stormtrooper einen halben Sandtrooper, ne?
Wisst ihr Bescheid. Ja, aber ansonsten, es ist wie gesagt der nahezu identische Mold. Der Gürtel ist anders. Aber sonst hat man sich hier beim Bewerten besonnen. Und das finde ich gut. Und deswegen gibt es von mir auch wirklich ein sehr gutes Feedback zur Figur. Und allgemein natürlich zur Black Series überhaupt. Denn die Black Series bringt mich echt dazu, dass ich nahezu alle meine Kleinfiguren verkaufe. Denn mit der Black Series, da bin ich mittlerweile sowas von glücklich mit. Und ja. Dann als kleines Abschlussbild für euch noch der Stormtrooper zusammen mit den anderen neuen Figuren aus Welle 3, nämlich Obi-Wan Kenobi und Luke Skywalker in seinem Bespin-Outfit. Und ja, Han Solo stelle ich jetzt nicht mit dazu, den habe ich schon rezensiert und der ist halt offiziell eigentlich Welle 2, wurde halt in Welle 3 nochmal mit reingepackt. Deswegen... Aber ich muss sagen, eine sehr schöne Welle zu den beiden Jungs. Erfahrt ihr an späterer Stelle auf jeden Fall nochmal was. Und ja, wer die Möglichkeit hat, an den Stormtrooper ranzukommen, ohne dafür enorme Preise zahlen zu müssen, den rate ich auch, holt ihn euch. Denn Stormtrooper sind so für mich so das ikonischste neben Darth Vader, weil ich mit Star Wars und, verbinde und Lichtschwerter natürlich auch. Deswegen, ich finde die Figur absolut großartig. Ich habe nichts zu meckern eigentlich und ja, ich brauche mehr davon. Also das Einzige, was ich zu meckern habe, da muss ich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, ist halt einfach die Sortierung der Cases. Warum hat Hasbro nicht zwei von den Stormtroopern mit reingepackt? Ich meine, man kann doch, nachdem es mittlerweile so viele Wellen von Star Wars gab, in denen Stormtrooper oder Sandtrooper oder andere Trooper drin waren, kann man doch irgendwo anhand der Verkaufszahlen sehen, dass die halt heiß begehrt sind, weil sie eben für Army-Building benutzt werden. Da hätte man meiner Meinung nach bei Hasbro auch sagen müssen, ja, wir packen so eine Figur zweimal mit ins Case, um halt eben mehr Leute damit bedienen zu können. Denn so werden die Figuren halt gescalpt, also sprich, die Figuren werden in Massen gekauft, sind auf dem freien Markt sozusagen kaum noch erhältlich und werden dann bei eBay fürs stellenweise Zehnfache des Originalpreises verkauft und das darf meiner Meinung nach nicht sein. Also ich denke aber halt auch mal, dass da Disney einen großen oder Lucasfilms halt ein großes Mitspracherecht hat und dann sagt, ja nö, bringt lieber nochmal einen Han Solo mit rein, Kids lieben Han Solo und naja. Kids lieben auch Bushido, trotzdem muss ich ihn nicht in jedem Karton haben, ne? Also ihr seht, worauf ich hinaus will. Eine tolle Figur, die leider viel zu selten in den Regalen vorzufinden sein wird, was ich sehr bedauere. Denn was will man als Star Wars-Fan mehr als einen ordentlichen Stormtrooper, den ihr mit dieser Figur definitiv bekommt? So viel zu mir und zum Stormtrooper. Bis zum nächsten Mal.